Das nächste Wager-Match direkt nach unserem Pack-Opening. Also, es eskaliert. Aber eigentlich wollten wir Wager-Matches erst machen, wenn wir in Division 1 sind, ne? Aber wir sind so eine geile Community. Wir hauen eins nach dem anderen jetzt raus. Los geht's, Luca. 300.000 Coins on the line. Das ist the biggest wager of my life. Oh, gegen ein Bayern-Trikot, den muss ich töten. Oh Gott, ich darf nicht verkacken. Was hat der FC Gubbi, was hat er denn? Er spielt mit dem Team, klar. Okay. Depay, Ibabo, Cuadrado. Ibabo wird uns so vernichten, ich sehe das kommen, ne? Das Ibabo ist und Cuadrado. Die Pace-Huren schlechthin. Ja, Depay, Cuadrado sowieso sehr stark. Hinten, ich meine, das ist Zapata, glaube ich. Und ne, das ist Amero. Amero ist es. Okay, volle Konzentration. Ich werde erstmal nicht überreagierend kommentieren. Ja, mach bitte ganz ruhig. Damit der Luca, der Luca keinen Druck hat, ne? Ich habe immer Druck, aber halt. Genieß die Musik. Zeig, dass du in Liga 2 spielst. Mach mir schon wieder so viel Druck, ne? Na, du laber, du. Soll ich mal deine scheiß WhatsApp nach? Wie sehr du mich. Aber dann, es geht hier um Wager-Match. Ich bin ein bisschen viel verspielt. Ich bin in der Liga 2. Spiel jetzt hab ich doch gezeigt. Ich hab zweimal. Ach, du hast gar nichts. Los jetzt. 300.000 Münzen on the line. Let's do this. Ich bin heiß, Boateng. Erstmal ein ruhiger Aufbau. 30 Sekunden, nichts passiert. Alles in Ordnung. Son, auf Kagawa. Kagawa sieht der Bräune. Der Bräune. Langer, hoher Ball auf Boateng. Die Idee ist gut. Boateng ist nicht durch, Junge. Boateng gegen Boateng. Boateng gegen Boateng. Also, das ist schon mal ein interessantes Duell. Und da ist Guarín auf Cuadrado. Cuadrado, natürlich ist der sauschnell. Oh, da wollte er schon in die Mitte tricksen. Hat aber Gott sei Dank nicht funktioniert. Jetzt hat der Ball auf Kagawa, der Bräune. Boateng, Vorteil läuft. Kagawa nach oben. Sieht Son. Bleibt hängen an Konko. Aber der Ball ist raus. Jansen. Zurück auf Son. Macht da bitte keinen Scheiß. Son setzt sich irgendwie durch. Son. Oho, mit dem Roulette. Son. Oh, was ist das? Der Bräune nimmt den Ball an sich. Der Ball in die Mitte auf Kagawa. Und dann muss er nach. Dann muss er retten. Den muss er retten. 6 Minuten, es läuft. Son, setzt er sich durch? Nein, der Ball kommt wunderbar auf Cuadrado. Und jetzt wird natürlich getrickst und geskillt und nach vorne gerannt. Ibabo rennt sie alle um. Der Panzer. Aber so nicht. Kagawa. Aubameyang, das war zu schnell. Du hattest so viel Zeit, so viel Platz. Gündogan holt sich den Ball aber wieder. Aubameyang, Kagawa. Wieder zu schnell weiter, glaube ich. Egal, Kagawa setzt sich durch. Kagawa. Ey! Alter, bloß weil der Mann so dünn ist wie ein Lauch, musst du ihn nicht gleich schälen und behandeln wie einer. Ochs. Aubameyang holt sich den Ball nicht. Wijnaldum. Muntari. Und da ist Ibabo. Guarín läuft auf außen. Cuadrado. Der Skiller. Du darfst ihn nicht am Ball kommen lassen. Du musst so viel Ballbesitz behalten wie irgendwie möglich. Boateng, jetzt aber nein, der Ball ist das Kagawa, ist das Abseits? Nein, Kagawa, was ist das? Doch, das war Abseits. Scheiße. Fuck. Rami mit dem Freistoß. Oh, schön gemacht. Boateng hat den Ball. Spielt den Ball auf De Bruyne. Sieht er da unten in der Lücke Kagawa, aber das war nicht so gut. Amero ist da und Jesus. Das ist er, Jesus. Aber Cuadrado, Ibabo. Oh, schön abgefangen, wunderbar und Gündogan. Oh Gott. Na, der kommt an, alles gut. Jansen, Son, Boateng. Okay, Cuadrado jetzt wieder bei den, ja, beim Bayer, beim Gubbi. Cuadrado, viel zu schnell für die Welt. Zieht natürlich in die Mitte, macht er sensationell. In der Mitte ist Ibabo völlig frei, aber gut verteidigt. Gut verteidigt von Sokrates, glaube ich. Boateng, jetzt nochmal hinten auf De Bruyne. Zack, schick Aubameyang. Aubameyang, zieh doch mal ein Turbo durch. Kommt er der Amero durch? Oh, schön von Aubameyang. Aubameyang schießt. Und dann sind da 3 Leute vom Gubbi. Und da geht gar nichts mehr. Oh, langer Ball, aber da muss Ulreich da sein. Ulreich, chill. Oh, gut. Alles gut.
Und da bleibt Aubameyang leider hängen. Ja, wird gut verteidigt hier. Und Amero, mein Gott, das ist alles so schnell hier. Das ist unglaublich. Montari, Amero, das haben sie fantastisch gemacht. Die Pai sieht in der Mitte. Golazzo. Ist der Gangnam Style. Ja, stark gemacht, flach reingespielt. Warum auch immer Ulreich da so umfällt wie so ein Baum, ich weiß es nicht. Egal, 1-0 Gubi. Und Jansen auf Son, Boateng, Kagawa. Ja, mit dem Chip auf Aubameyang! Nein! Gündogan mit der Ecke. Gündogan weit raus. Und da ist Son mit dem Bicycle. Fuck. Und dann Andanovic mit dem Abschlag. Ball auf Cuadrado. Depay. Zack, zack, zack. Oh, mit dem Berbatov-Spin. Aber bleibt hängen. Son. De Bruyne, Boateng macht das gut, spielt den Ball nochmal raus auf Son. Jetzt der Chip auf Kagawa. Aber egal, sofort nach der Ballannahme ist der Ball irgendwie wieder weg. Ibabo jetzt hat super schnelles Spiel, raus auf Depay. Aubameyang bringt den Ball irgendwie auf Kagawa. Kagawa mit dem Roulette, Kagawa. Na, das haben sie geahnt. Er ist einfach stehen geblieben. Da passiert gar nichts. Und jetzt hat natürlich ein langer, hoher Ball auf Depay. Sensationelle Annahme. Da will er sich noch irgendwie mit der Hacke durchwurschteln. Hat Gott sei Dank nicht funktioniert. De Bruyne, jetzt hat der Chip auf Boateng. Boateng, komm, der hat doch mal Körper. Boateng! Handanovic Opi. Gündogan. Bringt den Ball erstmal flach. Boateng. Die Flanke kommt gut. Und jetzt nochmal Gündogan. Nee, wird einfach verletzt. Und es ist natürlich kein Foul. Obwohl er übelst niedergesenzt wird. Boateng spielt ihm irgendwie in die Hacke rein. Und jetzt sucht er die Pai. Natürlich Ibabo. Ibabo, der cuttet inside, Ibabo. Ulreich verhindert Schlimmeres. Fuck this shit, Alter. Okay, er versucht nochmal irgendwie in die Mitte zu kommen, das funktioniert nicht genug. Jetzt raus auf der Bräune. Vielleicht nochmal einen Paukenschlag vor Ende der ersten Halbzeit. Sieht er nochmal Boateng, aber das war leider ein sehr schlechter Pass. Auf der anderen Seite versuchen sie das wahrscheinlich jetzt. Oh. Dann sind auch immer wieder dieselben Tricks. Ich traue mich nicht zu skillen, weil ich sonst wäre kacke. Ja, natürlich ist das ein großer Vorteil, wenn man unsere Spielweisen kennt. Wenn man uns quasi studiert beim Gucken. Das ist schon klar, aber das soll nichts heißen. Cuadrado. Cuadrado versucht sich, Alter, irgendwie durchzuskillen. Konko legt den Ball nochmal auf Guarin. Aber jetzt, 3 Minuten, ist da noch was drin? Ist da noch mal was drin? Kagawa. Nein, ist es nicht so. Ja. Do it for the people. Ich hab's nicht hinbekommen. Aber das ging mir bei Freddy ähnlich, oder? Kann doch nur ein gutes Anzeichen sein. Er hatte einen Schuss aufs Tor und der war drin. Du musst halt hinten aufpassen, ne? Hinten musst du aufpassen. Ja. PS1 zocken wir. So, Respekt ist kein schlechter. Das war zu erwarten, wenn er auch dran der Carvajal will. Naja. Zweiten Skiller. Ja, da musst du aufpassen. So, Cuadrado jetzt. Oh, mit der Flamme. Okay, das ist schon ganz schön frech, ey. Oh mein Gott. Boah! Das. Posten, ey. An die Latte.
Quadrado mit dem Eckball. Aufpassen da. Ja, aufpassen. Schön geklärt. Das ist natürlich kein Mensch. Almedo. So, und jetzt wird er umgelegt von, wer war das, dem Bräune? Ja. Umgetackelt. Schön, schön. Aubameyang. Aubameyang. Aubameyang gegen Rami. Aubameyang gegen Rami. Aubameyang. Aubameyang, komm. Komm. Bleibt der hängen, aber es gibt Freistoß. Es gibt Freistoß. Aubameyang, gute Position. Der Wolf kennt sich mit sowas aus. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht klappt das ja. So, Aubameyang beim Freistoß. In der Mitte steht Boateng, Kagawa. Nicht die besten Kopfballspieler, ja. Aber versuchen wir es. Aubameyang. Das steht da komplett frei. De Bruyne. Steht da komplett frei. Wird er allein gelassen. Hätte den Ball sogar noch annehmen können. Ja. Schade. Noch eine Chance für uns. Unglaublich. So, Depay. Unten läuft Cuadrado. Ja, da kommst du nicht hinterher. Cuadrado, Cuadrado. Boah. Frech. Boah, frech. Versucht dann nochmal in die Mitte zu legen. Wird abgefangen. Sehr schön. Und wieder Konter. Boateng. Boateng gegen Jesus. Boateng gegen Juan Jesus. Legt ab. Idee war gut, aber Konku ist sauschnell. Wer ist denn bei ihm nicht schnell? Der hat doch alles über 80 Pace. Rami ist nicht schnell. Ibabo. Kriegt den Ball nicht. Ulreich dafür. Kriegt einen Rückpass. Langer Ball auf Aubameyang. Kriegt den sogar. Kann ihn aber nicht verwerten, weil Amedo da ist. Unglaublich. Aubameyang. Chip. Auf De Bruyne. De Bruyne. Immer noch De Bruyne. Und dann ist Rami da. Ach du Scheiße. Fuck. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ibabo. Langer Chip auf Depay. Memphis Depay. 2-0. Ja, war doch klar, dass der Chip 2 kommt. Zu 0, Memphis Depay. Kann, was willst du da machen? Das würde so im realen Fußball nie passieren. War aber gut. Depay. Ja, Kagawa. Kagawa. Geht da noch was? 62 Minute. Oh, das passt. Pepas. Pepas von Boateng. Cuadrado wieder auf der rechten Seite. Jansen, gar keine Chance gegen den. Ja. Das ist unglaublich. Five-Star Skiller, Pass in die Mitte. Pfosten zum zweiten Mal. Pfosten zum zweiten Mal. Und Boateng jetzt. Hält den Ball im Spiel. Konko auf Guarin. Wijnaldum. Zum Beispiel die Babo. Lücke frei, Montari ist durch, aber Ulreich ist da. Abwurf auf Aubameyang, der spielt mit dem Alter, Ball, der kommt da nicht hinterher. Depay hält den Ball im Spiel, Ibabo. Ich weiß schon, warum wir unser Team pace-lastiger machen müssen. Ja, Elfmeter ist okay. Elfmeter. Oh, Meyang steht am Fuß rein. Nee. Das war Ballgespiel. Der Ball einfach nur weggeschoben. Oh, wow. So, Ibabo. Oben rechts, keine Chance. 3-0. 70. Minute. Da gehen sie hin. Ja, mein Gott, war nichts anderes zu erwarten. Geht da noch was? Um Himmels Willen, wohin? Boateng spielt den Ball. Lass mal zum Gegner. Das sind diese typischen Bälle, gegen die du nichts machen kannst. Depay. Auf links. Fummelt da. Als wir, ohne Witz, als wir sein Team gesehen haben, hätten wir sagen sollen, nö, weil das, du hast keine Chance. Depay, immer noch Depay, Depay. Depay wird eigentlich geshoppt von Sokratis. Es war noch nicht ein Tor dabei, das wirklich so durch die Skills rausgespielt war.
Ja, doch schon. Ja, was das erste? Das war. Komm, das war sweaty. Was ist daran bitte jetzt gut rausgespielt? Und das zweite war einfach nur nach vorne gedroschen. Weißt du, wenn er mal so richtig jetzt, so richtig von der Mittellinie einfach mal durchskillt, würde ich sagen, ja, oh, geil. Weißt du? Aber. Sowas zum Beispiel, ja, das finde ich super. Ja, und sowas hält aber der Ulrich. Oh mein Gott, warum legt er sich denn da hin? Gefährlich. Kurz im Pfosten, Ulreich, Spiel ist so ein bisschen gelaufen gerade. Ja, der Elfmeter war halt unnötig. Ja, muss man nicht geben. Gündogan haut den Ball raus. 80. Minute, 3-0. Kein nicht stark pigmentierter Spieler, oder? Ja. Bei ihm. Gibt doch nochmal Elfmeter. Nee, das wäre einer gewesen, aber den hat er vorhin bekommen, wo es keiner war. Alles okay. So, Kagawa, Rami, unglaublich. Keine Rami. Chance. Nie im Leben so schnell. Aber Körperstärke. Aber hier kann man das mal machen. Sokratis, De Bruyne, Anschlusstreffer. Schön, dass du schon sagst, 80.000 Meter vom Tor. Ja, natürlich. Son, ja, boah, Son, ey. Abzuziehen. Weckt da noch mal kurz Handanovic auf. Muntari verletzt. Genug mit der Ecke. Kommt gut. Nicht schlecht. Ah. Am zweiten Pfosten. Vinaldo, Muntari, alles One-Touch hier. Deepa jetzt wieder am Ball. Verliert den Ball gegen Aubameyang. Kagawa. Mit Kevin De Bruyne. Und dann. Hä? Warum kommt die Kamera kaum nach? Weil die Kamera keinen Bock mehr hat. So, De Bruyne, immer noch De Bruyne, De Bruyne, setzt sich ja irgendwie. Schieß doch mal! Wie oft soll ich auf den Knopf drücken, Mann? De Bruyne, kann da nicht abschließen. Ja, noch einer verletzt, ist okay. So. Guardado nimmt den Ball super an, spielt den nochmal auf Vinaldo, Mbabo. Aber war wieder so ein Pass, was ist denn? Skillen schön und hin oder her, aber rausgespielt finde ich da nix. Der Pass war doch jetzt super rausgespielt, durch die Lücke. Aubameyang, De Bruyne, Gündogan, langer Chip auf Boateng, aber bei der Verteidigung siehst du kein Land vorne. Nee, keine Chance. Das ist auch okay. So, Ibabo gegen Abraham. Abraham, Zweikampfsieger. Kagawa, 19 Minute, Spiel ist vorbei. 3-0. 3-0. Ja. Mr. Gubi 99 gewinnt hier. So kann's gehen. 3-0. Behält seinen Neymar. Ich weiß auch, wo man ihn gesetzt hat. Ja, das war mir auch klar. War ich ziemlich sicher. Das war mir auch klar. Das ist ja auch völlig in Ordnung. GG. Die Chance war da. Von dem her, ist okay. Das ist völlig okay. Da hatten wir keine Chance. Da braucht man nicht weiter drüber diskutieren. Glückwunsch, Gubi! Und wir kümmern uns jetzt mal lieber wieder um unsere Division. Um unsere Divisionen. Ja, ja. Verstehst? Genug Wager. Genau. Ist jetzt erstmal Wager genug. Und kümmern wir uns wieder ums reale Business.